Ich war stehen geblieben bei der Berichterstattung des Abgeordneten Kaufmanns. Die Drucksache 19-4348 zu 19-4335. Bevor ich den Kollegen Kaufmann um Berichterstattung bitte, möchte ich auf der Besuchertribüne eine Begrüßung vornehmen. Es ist jetzt noch ein bisschen unruhig. Ich hoffe, die Herren hören die Begrüßung. Aber ich warte einen winzigen Moment. Ich denke, das macht auch kein Problem. Ich stelle fest, es ist eine relativ große Delegation. So. Ich begrüße ganz herzlich auf der Besuchertribüne den Gouverneur der iranischen Provinz Nord-Khorasan, Mohammad Reza Salehi, mit seiner Delegation sowie Generalkonsul Mohammad Mehdi Shahriari. Sind Sie herzlich willkommen im Hessischen Landtag. So, Herr Kollege Kaufmann, Sie können gerne die Beschlussempfehlung vortragen. Trage ich aber die Beschlussempfehlung gerne vor. Beschlussempfehlung: Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD, der Linken und der FDP den Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann, für die Berichterstattung. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Ich eröffne die Debatte. Als Erstes hat sich Kollege Schmidt von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Puttrich ist unzweifelhaft verantwortlich für die rechtswidrige vorläufige Stilllegungsverfügung zu den Atomkraftwerken in Biblis im Jahr 2011. Sie hat dabei alle Warnungen der zuständigen Atomabteilung ihres damaligen Hauses und aus dem Justizministerium zum Trotz die Stilllegungsverfügung ohne Anhörung, das ist der entscheidende Punkt, des Betroffenen von RWE erlassen. Sie hat aus politischer Halsstarrigkeit und Sturheit auch darauf verzichtet, die Anhörung nachzuholen, nachdem RWE gegen diese Stilllegungsverfügung geklagt hat. Dies hat zur Verurteilung des Landes Hessen geführt, Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 3 Millionen € zu leisten. Und für diesen Schaden, meine Damen und Herren, muss Frau Puttrich persönlich haftbar gemacht werden. Ein Gutachten von Frau Prof. Laskowski hat dies klar zum Ausdruck gebracht. Im Gutachten heißt es, dass Frau Puttrich, ich zitiere, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in Bezug auf ihre Dienstpflichten in besonders schwerem Maße verletzt hat. Und, meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass der Steuerzahler für bodenlosen Leichtsinn und die bewusste Umgehung von Rechtsnormen durch eine Ministerin eintreten muss. Meine Damen und Herren, das kann nicht sein. Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Jetzt richte ich mich mal an die. Ich glaube, das. Ja, ja, ja. Eigentlich. Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Eigentlich hätte ich jetzt großen Beifall der CDU erwartet. Wissen Sie, das ist ein Zitat von Konrad Adenauer. Das ist ein Zitat von Konrad Adenauer, meine Damen und Herren. Und dieses,
Dieses Zitat sollten Sie zur Grundlage auch der Bewertung von Handeln nehmen. Es ist doch abenteuerlich, wenn man der Auffassung von Schwarz-Grün, Grün ist da auch dabei, Sie haben es eben gehört, das haben die gemeinsam beschlossen, wenn man der abenteuerlichen Auffassung der Landesregierung folgt, dass ein Minister, eine Ministerin für ihr Verhalten nicht persönlich haftbar gemacht werden kann, meine Damen und Herren. Wenn diese Das war doch der zentrale Einwand, meine Damen und Herren. Das haben wir doch über Seiten haben wir das doch diskutiert. Das war doch die Einlassung der Staatskanzlei an dieser Stelle. Das war doch der entscheidende Punkt, dass gesagt worden ist, die Vorschriften von Artikel 34 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit § 839 BGB und 48 Hessischen Beamtengesetz seien für Minister nicht anwendbar. Das war doch sozusagen Ihr zentrales Argument, das Sie vorgebracht haben. Und das ist falsch, meine Damen und Herren, weil das dazu führen würde, dass Minister nicht persönlich haftbar gemacht werden. Sie haben vorgetragen, das war ja die Position, Minister könnten nur politisch haftbar gemacht werden. Zivilrechtlich, strafrechtlich wäre sozusagen, strafrechtlich noch mal eine andere Sache, aber zivilrechtlich wäre eine Schadensersatzpflicht nicht denkbar. Professor Ulrich Stelkens hat dazu zu Recht ausgeführt, es ist schlicht nicht erkennbar, warum etwa bei Zusammenwirken eines Ministers mit einem Ministerialbeamten nur der Beamte für den hierdurch verursachten Schaden des Dienstherrn schadensersatzpflichtig sein soll. Meine Damen und Herren, genau das ist richtig. Sie haben es ja ein bisschen, ich weiß, Sie lesen ja juristische Lehrbücher nicht. Auch die Behauptung, ein Minister, die Vorschrift sei nicht einschlägig, das ist doch Ihnen vorgetragen worden. Das steht doch zentral in Ihrer Pressemitteilung, Herr Dr. Arnold. Ich weiß gar nicht, warum Sie das jetzt einmal beschreiben. Die Vorschriften wären nicht einschlägig, ein Minister würde für den Minister nicht gelten. In allen Lehrbüchern steht also sozusagen drin, ich habe es hier auf meinem Tisch, den Ossenbühl Lehrbuch Staatshaftungsrechts Lehrbuch, Standardlehrbuch, macht noch einmal deutlich, dass Minister genau unter dieser Begrifflichkeit natürlich selbstverständlich zu fassen sind. Deswegen kann ich nur raten, Ihre Rechtsauffassung, Minister in Hessen könnten nicht haftbar gemacht werden für ihr Handeln, nur noch als abenteuerlich zurückzuweisen, das würde ja dazu führen, dass nicht einmal vorsätzliches Verhalten, vorsätzliche Schädigung noch Minister herangezogen werden können. Es ist einfach abenteuerlich. Meine Damen und Herren, ich komme zu den Fakten. Sie werden wieder vortragen, dass eine angebliche Weisung des Bundes bei der Stilllegungsverfügung dazu vorgelagen hat. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Die Ministerin hat immer die Wahrnehmungskompetenz. Diese Wahrnehmungskompetenz hat sie allerdings inkompetent ausgeführt, und deswegen ist sie zu Schadensersatz verpflichtet, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Schmidt. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Arnold für die CDU-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Auf Veranlassung der SPD haben wir in einer Sondersitzung am 20. Dezember, das heißt der Haushaltsausschuss und der Umweltausschuss, den jetzt noch einmal vom Kollegen Schmidt vorgetragenen Sachverhalt eingehend erörtert. Ich sage ganz eindeutig für meine Fraktion, Herr Kollege Schmidt, ich hätte nach dieser ausgiebigen Diskussion eigentlich von Ihnen so viel Anstand erwartet, dass Sie diesen unsäglichen Antrag zurückziehen, weil er entbehrt jeglicher Grundlage. Wir haben gemeinsam festgestellt, und ich will es noch einmal deutlich sagen, es gibt keine Anhaltspunkte für eine Amtspflichtverletzung von Frau Ministerin Puttrich. Es gibt keine Anspruchsgrundlage, auf die sich eine Haftung gründen könnte. Und es liegt auch keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vor. Und wenn es keine Anspruchsgrundlage gibt, dann können auch keine Schadenersatzforderungen entstehen. Und ohne eine Anspruchsgrundlage gibt es auch keine Verjährung. Sie haben, Herr Kollege Schmidt, in dieser Ausschusssitzung
ein Rechtsgutachten vorgetragen oder zitiert von Frau Prof. Laskowski, das eben hier zur Begründung herangezogen wurde. Dieser von ihr begründete Schadenersatzanspruch gegen Frau Ministerin Puttrich stützt sich unter anderem auf die Aussage, sie spricht von beamteten Ministern. Es gibt in Hessen keine beamteten Minister. Und auch Ihr Versuch, Ihr untauglicher Versuch, Herr Kollege Schmidt, diesen Lapsus dann noch durch das Heranziehen der Regelung des § 48 Beamtenstatusgesetz dennoch zu heilen, hat nicht funktioniert, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, meine Damen und Herren. Aber viel wichtiger, als uns über die Anspruchsgrundlage, viel wichtiger, als uns über die Anspruchsgrundlage zu unterhalten, ist hier die Frage, liegt überhaupt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht durch Frau Ministerin Puttrich vor? Das ist doch hier die entscheidende Frage, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen deutlich, und es gibt eine klare Antwort auch an dieser Stelle, die Einlassungen der Zeugen im Untersuchungsausschuss. Wir haben lange genug gemeinsam dort gesessen. Auch die erneute Diskussion in dieser Sonderausschusssitzung haben klar gezeigt, dass die Entscheidung, auf eine Anhörung von RWE zu verzichten, und das ist nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz möglich, dass diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung, nach Konsultationen der Fachabteilung und auf Rat eines externen Spezialisten im Verwaltungsrecht, nämlich von Rechtsanwalt De Witt, getroffen wurde. Und alle Beteiligten, das haben wir mehrfach gehört, haben gesagt, das kann man so machen, das ist ein gangbarer Weg. Und auch die anderen Bundesländer haben ja bekanntlich auf eine Anhörung verzichtet. Und nach mehrfacher Beratung hat die Hausspitze entschieden, so zu verfahren. Und ich kann hier keine, aber auch gar keine Verletzung der Sorgfaltspflicht durch Frau Ministerin Puttrich feststellen. Das ist eine klare Erkenntnis, meine Damen und Herren. Und auch die Landesregierung hat in ihrer Klageerwiderung nachvollziehbar und deutlich festgestellt, auch darauf hat der Minister Wintermeyer mehrfach hingewiesen in dieser Sondersitzung, dass keine Anhaltspunkte für eine schuldhafte Amtspflichtverletzung von Frau Ministerin Puttrich vorliegen. Es hätte Ihnen gut angestanden, Herr Kollege Schmidt, sich diese Argumente in der Klageschrift einmal anzuschauen. Sie waren zwar bei der Verhandlung, und das haben Sie auch gesagt in der Ausschusssitzung, aber Sie hätten durchaus einmal diese Argumente prüfen können. Es hätte Ihnen gut angestanden, denn es hätte Ihnen ganz klar gezeigt, dass es Ihnen nur darum geht, eine unsägliche Schlammschlacht gegen Frau Ministerin Puttrich hier anzuzetteln. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle im Namen meiner Fraktion, Frau Kollegin Puttrich ist eine hochgeschätzte Kollegin und Ministerin, die sich nichts vorzuwerfen hat. Und ihrem Versuch, liebe Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Herr Kollege Dr. Arnold. Danke, Frau Präsidentin. Ich komme zu meinem Schlusssatz. Herr Kollege Schmidt, Ihren Versuch, den Namen einer verdienstvollen Kollegin durch diese Kampagne in den Schmutz zu ziehen, weise ich im Namen meiner Fraktion entschieden zurück. Das ist nicht die Art, wie wir diskutieren sollten. Und ich fordere Sie auf, schnellstens wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung in dieser Angelegenheit zurückzukommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Arnolds. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Kollege Arnold, also ich glaube, am Ende Ihrer Rede haben Sie sich doch ziemlich vergaloppiert, oder Sie haben irgendwie den Untersuchungsausschuss nicht so richtig mehr vor Augen. Ich meine, wir waren in Berlin, wir waren bei der Kanzlerin, und ich erinnere mich noch, das ist eine Vokabel oder eine Wortfolge, die sich bei mir unglaublich eingeprägt hat. Die Frau Kanzlerin hat ununterbrochen gesagt, daran habe ich keine konkrete Erinnerung mehr. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass wir in dieser fulminanten Sitzung auf gar keinen Fall über Schadensersatz gesprochen haben. Das war ja so die Botschaft, die wir aus Berlin mit nach Hause genommen haben.
Und die erste Folge dieser Aussage von der Kanzlerin, die die CDU-Fraktion ja auch klaglos hingenommen hat, bedeutet ja, dass entweder der Ministerpräsident des Landes Hessens oder die Bundeskanzlerin, die an nichts eine Erinnerung hat, außer dass unter keinen Umständen über das gesprochen worden ist, was Volker Bouffier behauptet hat, worüber gesprochen worden ist, dass es hier schon einmal einen riesen Dissens gab. Das war sozusagen eine Grundbotschaft, die wir damals aus Berlin mit nach Hause genommen haben. Auch ein Widerspruch, den wir überhaupt nie aufklären werden, aber der vielleicht das Land Hessen mal eine Menge Geld kosten wird. Die weiteren herausragenden Erkenntnisse, die wir hatten aus dem Untersuchungsausschuss, waren sicherlich nicht, dass im Umweltministerium in dieser Zeit nach normalen Verwaltungsstandards der hessischen Verwaltung gearbeitet worden sind. Wer das hier behauptet, der hat Sinneswahrnehmungsstörungen. Ich erinnere mich an das überraschte bis zu völligem entsetzten Gesicht aller in dem Ausschusssaal Sitzenden, als der Abteilungsleiter Atom erklärt, nein, wir haben als Fachabteilung da nicht gearbeitet. Nein, wir haben uns geweigert. Wir waren nur ein qualifiziertes Schreibbüro, weil wir das alles eigentlich nicht für fachlich tragbar gehalten haben. Das Saal war aber einmal totenstill, und da haben bestimmt auch in der Union und andere gedacht, was war denn da in dem Ministerium los? Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und das alles negieren, diese ganzen Vorgänge, da muss ich ehrlich sagen, dann ist die Qualität der Diskussion einfach hier weilenweit auseinander, Herr Arnold. Und so können Sie mit dem Parlament, die wir Monate damit zugebracht haben, die Dinge aufzuklären, so können Sie mit uns und den sachlichen Erkenntnissen nicht umgehen. Es gab einen Vermerk aus dem Justizministerium, der klargestellt hat, wo die Probleme liegen, über die wir heute ja auch diskutieren und die uns in diese Probleme gebracht haben. Was war die Reaktion des Ministeriums? Wir haben den Vermerk weggeworfen, weil wenn wir den in den Akten finden und wir werden verklagt, davon gehen wir aus, dann wäre die Position des Landes ja ganz schlecht. Also, es ist ja unvorstellbar, was in diesem Haus zu dieser Zeit vorgegangen ist. Und das entweder mit Wissen, Duldung oder sogar mit Aufforderung der Ministerin. Und von daher, lieber Herr Arnold, es ist ganz klar, hier gab es keine ordnungsgemäße hessische Verwaltung zu diesem Zeitpunkt. Und hier gibt es natürlich Versäumnisse der Ministerin. Das dachte ich immer, es wäre unstrittig an der Stelle. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was hat es für Folgen für die Ministerin? Was hat es für Folgen für die Ministerin? Und genau hier möchte ich noch einmal deutlich machen, dass aus unserer Sicht Sie als Landesregierung ja schon einmal mit Ihren rechtlichen Einschätzungen völlig daneben lagen. Also Ihre rechtlichen Einschätzungen waren ja scheinbar nicht richtig, sonst hätten wir diese Probleme jetzt heute nicht. Und ich will auch noch einmal auch hier in den Raum stellen, dass andere Mehrheiten vielleicht auch einmal einfach das juristisch überprüfen lassen können. Also, dass Sie jetzt glauben, dass der Punkt jetzt hier mit der 30-Minuten-Auseinandersetzung endgültig abgeräumt ist, da müssen Sie vorsichtig mit sein. Da müssen alle in dieser Landesregierung auch vorsichtig mit sein. Ich vertrete nicht die Auffassung, dass es sozusagen Einfluss und Macht gibt, ohne auch Verantwortung tragen zu müssen. Sie haben als Minister eine privilegierte Stellung, Sie haben viel Einfluss, Sie haben Macht, Sie werden gut bezahlt, Sie haben viel Verantwortung. Und wenn Sie diese Verantwortung nicht ordnungsgemäß ausführen, dann hat das Konsequenzen. Da sollten wir uns doch hier im Hessischen Landtag alle einig sein. Sonst brauchen wir künftig keine Untersuchungsausschüsse mehr zu machen. Weil wenn die Minister ja eigentlich für nichts eine Verantwortung tragen, muss das Parlament auch nicht feststellen, dass es zu Fehlern gekommen ist. Also, das ist, glaube ich, aus meiner Überzeugung ist das nicht richtig. Und ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse selten etwas. Ich will nur sagen, eine andere Mehrheit könnte sich sehr wohl überlegen, diese Verantwortung, die jetzt von Frau Puttrich aus meiner Sicht auf die ganze Landesregierung übergegangen ist, diese mal zu überprüfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch hier im Hessischen Landtag mal stattfindet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, wir reden heute einmal mehr über bewusstes Wegschauen, Vertuschen und organisierte Verantwortungslosigkeit auf Kosten der Steuerzahler. Und
Da wundert es mich schon, dass Sie, Herr Arnold, sich hier hinstellen und sagen, es ist doch keine Sorgfaltspflicht verletzt worden. Also, ich will nur einmal daran erinnern, wer war denn die einzige Ministerin, die gefehlt hat beim Treffen mit dem Bundesumweltminister, wo die Einzelheiten abgesprochen wurden zum Atommoratorium? War wer die einzige Ministerin, die nicht anwesend war? Es war die damalige hessische Umweltministerin, Frau Puttrich. Sie hat als einzige gefehlt, weil sie zeitgleich mit dem Ministerpräsidenten in Hessen eine Pressekonferenz gegeben hat. Alleine da würde ich schon sagen, Sorgfaltspflicht verletzt, wenn man bei einem so entscheidenden Treffen, bei einem so wichtigen Zeitpunkt glaubt, es ist nicht nötig, dass man selber dabei ist. Wenn die Fachabteilung formal von ihren Aufgaben entbunden ist, weil die Fachabteilung davor warnt, dass es rechtswidrig ist, was man hier gerade macht, das aber im Ministerium nicht dazu führt, dass man vielleicht einmal mit dem Bundesumweltminister sich in Verbindung setzt oder auch nur sonst irgendwie etwas tut, würde ich schon davon sprechen, dass Sorgfaltspflicht hier sehr wohl verletzt wurde, meine Damen und Herren. Nun hat ja die Biblis-Stilllegung infolge des Atommoratoriums bereits einen Untersuchungsausschuss beschäftigt. Und ich will noch einmal deutlich machen, das damalige Atommoratorium war ein rechtlich unhaltbares Wahlkampfmanöver der CDU gewesen nach Fukushima. Man wollte den Atomkonzernen das Geschäft nicht vermiesen. Man hatte gerade die Laufzeiten verlängert, Herr Bellino, weil Sie das dazwischenrufen. Hätten Sie die Laufzeiten nicht verlängert im Bundestag, wäre das ganze Problem in der Form überhaupt nicht entstanden. Und dann wurde eben kein rechtssicheres Abschaltgesetz erarbeitet, sondern man wollte sich irgendwie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg retten, und dann hat man eben so ein windiges Verfahren gemacht. Und dieses Vorgehen wurde im Bundeskanzleramt abgesprochen zwischen den Ministerpräsidenten, zwischen der Bundesregierung, und dann wurde es so durchgezogen. Und das ist damals, natürlich hat es kritische Stimmen gegeben, und zwar von der Opposition damals. Es hat kritische Stimmen gegeben von Verfassungsrechtlern, von den Experten aus den Ministerien. Alle haben davor gewarnt, dass ein solches Vorgehen den Atomkonzern Tür und Tor für Klagen öffnet, und diese Warnungen wurden ignoriert, meine Damen und Herren, mit dem erwartbaren Ergebnis, dass RWE gegen die Stilllegung von Biblis geklagt hat. Und alleine dieser ganze Vorgang hat den Steuerzahler jetzt schon 3 Millionen € gekostet, 3 Millionen €, die es gekostet hat, weil man ein solch windiges Verfahren in Hessen einfach so durchgezogen hat. Und 235 Millionen € wollte RWE eigentlich vom Land Hessen haben. Und diese Schadensersatzklagen haben natürlich auch zu der Drohkulisse beigetragen, die jetzt ins Feld geführt wurde für den neuen Atomdeal, den wir auf Bundesebene haben, der wieder dazu beiträgt, dass die Kosten für die Endlagerung Milliardenkosten an die Steuerzahler delegiert werden und die Atomkonzerne sich einen schlanken Fuß machen können. Meine Damen und Herren, es war also nicht einfach ein Formfehler, der durch Zufall oder aus Versehen passiert ist, sondern man hat diesen Schaden ganz bewusst in Kauf genommen. Und da sage ich schon, nach normalen Maßstäben würde eine Ministerin nach einem solchen Desaster zurücktreten, meine Damen und Herren. Aber wir sind hier in Hessen, und Frau Ministerin sitzt immer noch auf der Regierungsbank. Und da muss man schon sagen, was ist denn das auch ein Zeichen in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft? Jeder kleine Verein bekommt Probleme, wenn eine Abrechnung nicht stimmt. Erwerbslose bekommen bei der falschen Angabe bekommen sie Sanktionen, drohen ihnen. Aber bei der CDU nimmt es bei sich selbst und bei ihren Buddies nimmt sie es eben nicht so genau mit Law and Order. Da kann man tun, was man will. Es muss kein Mensch zurücktreten. Also, Herr Pentz, wenn Sie dazwischenrufen und Beispiele haben wollen, ich nenne nur Schwarzgeld, Vetternwirtschaft, Schäden in Millionenhöhe, also da ist doch Ihr Motto gerade legal, illegal, gerade egal, wenn es um Sie darum geht und um Ihre Freundinnen und Freunde. Und dann muss ich schon sagen, dafür, dass das Thema Atomkraft mal ein Herzensthema der Grünen war, sind die Grünen sehr, sehr leise, wenn es Nein, völlig egal, gerade egal, habe ich gesagt. Selbstverständlich. Können wir gleich klären. Und dadurch, dass das mal ein grünes Herzensthema war, finde ich, sind die Grünen sehr ruhig bei diesem Thema und unterwerfen sich der Koalitionsdisziplin. Auch das finde ich ein Problem.
Die SPD fordert, dass die Ministerin persönlich haftbar gemacht wird. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Wenn jeder CDU-Minister seine teuren Fehler dafür persönlich haften müsste, dann wären viele im Raum hier ruiniert. Herr Dr. Arnold, Sie haben ja auch ein paar Millionen in der Apps versenkt. Oder auch, wenn wir an den Ministerpräsidenten denken. Von daher, ja, wir fordern, dass Frau Puttrich die Verantwortung für ihren Fehler übernimmt. Aber vor allem fordern wir, dass Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Vor allem fordern wir, dass diese Politik in Hessen aufhört, dass man Kritik, dass man Warnungen einfach in den Wind schlägt und einfach durchzieht, was man meint, so richtig ist. Diese Politik muss einfach ein Ende haben. Danke, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kaufmann von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir jetzt gerade so viel über Schaden und Schadenersatz reden, dann ist an erster Stelle festzustellen, dass der Irrglaube, dass die Atomenergie friedlich genutzt zur Energiegewinnung wäre, dass das ist der größte Schadensverursacher ist. Der zweitgrößte ist dann die Laufzeitverlängerung, die mit der 11. Novelle des Atomgesetzes geschehen ist. Ich kann nur einmal wieder feststellen, es ist gut und richtig, dass Deutschland sich von der Atomkraft als einem Irrweg der Stromerzeugung verabschiedet hat. Es wäre falsch, den Weg des Ausstiegs zwischenzeitlich zu verlassen. Und es ist bedauerlich, dass es der Katastrophe von Fukushima bedurfte, um diesen Fehler zu korrigieren. Ich habe schon öfters gesagt, wir GRÜNE hätten das nicht gebraucht. Wir waren schon immer klar entschieden und sind es weiterhin. Und es war ohne Zweifel dreist und unverschämt, dass die Atomwirtschaft neuerlich Milliardenforderungen an den Steuerzahler gerichtet hat und sich gleichermaßen geweigert, für die Schäden, die verursacht wurden, und die Folgelasten aufzukommen. Wir haben jetzt, es ist gerade erwähnt worden, eine Vereinbarung, die Atomwirtschaft aber noch nicht quergeschrieben hat. Und somit sind die Klagen auch noch nicht beendet. Wir warten in der Tat darauf, dass das endgültig geschieht. Und ich denke, es ist eine gemeinsame Aufgabe aller, diese Forderungen der Atomwirtschaft zurückzuweisen und den Weg der Energiewende weiterzugehen. Meine Damen und Herren, unter diesen wirklich wichtigen Fragestellungen frage ich mich jetzt, was bringt die SPD dazu, mit solcher Verbissenheit auch rechtliche, windige Konstruktionen hier vorzutragen. Es ist auch nach der Arbeit des Untersuchungsausschusses völlig klar, dass der Bescheid, den Hessen erlassen hat, rechtswidrig war. Er war formell rechtswidrig, und er war materiell rechtswidrig. Formell war die Verantwortung beim Land, materiell war die Verantwortung beim Bund. Und politisch verantwortlich für diesen Bescheid war Ministerin Puttrich. Das ist nie bestritten worden und steht in allen Unterlagen. Das wissen wir längst. Warum Sie das immer wieder hier meinen, präsentieren zu müssen und dabei den Eindruck erwecken, der Ausstieg aus der Atomwirtschaft ist Ihnen gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist Ihnen, hinter einer Ministerin sozusagen herzuhetzen, das sollten Sie wirklich einmal erklären. Meine Damen und Herren, ich sage es noch klarer. Wir haben die politische Verantwortung für die Entscheidungen der Ministerien bei den Ministern und Ministerinnen. Das ist gut so, und das bleibt auch so. Und genau deswegen gelten aber auch andere Regeln dafür, wie die Verantwortung wahrzunehmen ist. Ich darf Sie daran erinnern, dass es dafür diverse in der Verfassung geregelte Möglichkeiten gibt. Als ein Beispiel nenne ich nur den Artikel 115, die Ministeranklage. Mir ist nicht bekannt, dass seitens der SPD oder der anderen, die sich hier so lautstark geäußert haben, auch nur der Ansatz oder der Versuch gemacht worden wäre, auf diesem durch die Verfassung vorgegebenen Weg voranzukommen. Das haben Sie auch längst versäumt. Und ein Blick in das
in das Staatsgerichtshofgesetz, § 31, zeigt Ihnen das. Sie hätten nämlich das noch im Jahre 2013 anstrengen müssen. Nur damals war überhaupt nicht die Rede davon. Jetzt kommen Sie. Und jetzt kommen Sie damit, dass es besonders hektisch war. Deswegen mussten wir am 20. Dezember noch eine kombinierte Sondersitzung machen. Und was war dann die Konsequenz? Gar nichts weiter, außer dass Sie mal wieder sozusagen in alle Richtungen versucht haben, die Ministerin und ein bisschen versucht dann auch die Ministerpräsidentin gleich mitzunehmen, sozusagen zu beschimpfen, ohne selber etwas beizutragen, das, was unsere wirklichen Probleme sind, zu lösen. Also, unterstützen Sie doch die Landesregierung in dem Weg, bei der Endlagervereinbarung weitere Forderungen von RWE abschließend abzuwehren. Und helfen Sie mit, dass eine angemessene Kostenteilung bezüglich des Verfahrens zwischen Land und Bund, ich sagte ja, formell und materiell unterschiedliche Fehler, die von beiden gemacht werden, allein ein Erfolg, der dort erreicht würde, nützt den hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, aber nicht das, was Sie hier veranstalten. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Wintermeyer. Bitte schön. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Oppositionsfraktionen verlangen jetzt schon zum wiederholten Male von der Landesregierung, gegen Kollegin Staatsministerin Puttrich vorzugehen. Das mag vielleicht noch politisch verständlich sein, wenn man Schlagzeilen erhaschen will. Juristisch ist diese Forderung völlig haltlos. Und gestatten Sie mir, das auch zu sagen, menschlich ist es unanständig. Meine Damen und Herren, wenn Herr Dr. Arnold von Frau Puttrich als hochgeschätzter Kollegin spricht und die gesamte SPD-Fraktion anfängt zu lachen, muss ich sagen, beschämt mich das für Sie. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch und ignorieren es, dass es für einen solchen von Ihnen gewünschten Prozess überhaupt keine Erfolgsaussichten gäbe. Denn für die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs mangelt es an allen, und ich betone es, an allen hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Und da können Sie, Herr Schmidt, noch so laut hier im Plenum etwas anderes behaupten. Es wird nicht die Rechtslage verändern, Ihre Lautstärke, Ihre Stimme. Meine Damen und Herren, es mangelt erstens an einer Rechtsgrundlage, auf den ein Schadenersatzanspruch gegen Frau Staatsministerin Puttrich überhaupt gestützt werden kann. Passen Sie mal auf, Sie schreien jetzt schon wieder dazwischen. Sie haben stundenlang uns am 21.12. malträtiert, und Sie haben von uns genau deutlich gesagt bekommen, Sie schreien auch immer sehr laut hier im Haus. Sie haben stundenlang von uns erklärt bekommen, wie die Rechtslage ist. Wenn Sie anderer Meinung sind oder irgendwelche Gutachter einkaufen, die für Sie die Meinung bestätigen, die Sie haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es okay, können Sie als Mindermeinung darstellen. Die Hauptmeinung oder die Meinung, die insgesamt in der Bundesrepublik existent ist, trage ich Ihnen jetzt hier noch einmal kurz vor. Und da brauchen Sie nicht hört, hört zu sagen und dem Motto, ich würde etwas Neues erzählen. Wir erzählen oder wir tragen das schon seit vielen Monaten und seit Jahren vor. Weder die Bestimmungen aus dem BGB noch besondere beamtenrechtliche Vorschriften kommen hierfür einen Schadenersatzanspruch in Frage. Dies gilt insbesondere für den von Ihnen immer wieder leidlich bemühte beamtenrechtliche Vorschrift des § 48 Beamtenstatusgesetz. Diese gilt nur für Beamte und gerade nicht für Minister. Und sie ist daher nicht anwendbar. Und Sie scheinen sich, lieber Herr Schmidt, nicht daran zu erinnern, dass wir Ihnen das Gutachten im Ausschuss sichtbar auseinandergenommen haben. Das von Ihnen angeforderte und wahrscheinlich bezahlte Gutachten ging nämlich fälschlicherweise von verbeamteten Ministern aus. Die gibt es in Hessen nicht, und die gibt es in Deutschland nicht. Das weiß jeder Jurastudent im ersten Semester. Auch eine analoge, meine Damen und Herren, auch eine analoge, das heißt eine entsprechende Anwendung, wird von den Rechtsgelehrten mit gutem Grund abgelehnt, da die Voraussetzungen für eine Analogie schlicht nicht vorliegen. Zweitens. Es fehlt an einem haftungsbegründenden Verhalten von Frau Kollegin Puttrich.
an dem eine Anspruchsgrundlage, wenn sie es denn gäbe, anknüpfen könnte. Nehmen Sie das doch endlich einmal zur Kenntnis. Der Untersuchungsausschuss 19.1 hat in akribischer Arbeit zahlreiche Zeugen vernommen. Er hat jede E-Mail und jeden Vermerk darüber, wie die Stilllegungsverfügungen vom 18. März 2011 zustande gekommen sind, minutiös untersucht und ausgewertet. Festgestellt hat er hierbei erstens, dass die Stilllegung des Kernkraftwerks allein aufgrund der Vorgaben des Bundes erfolgte, und zweitens, dass Hessen keinen Sonderweg gegangen ist und im Geleitzug mit den anderen Ländern gehandelt hat. Kein Bundesland, meine Damen und Herren, Herr Schmidt, hat eine Anhörung gemacht. Kein Bundesland hat eine Anhörung gemacht. Jetzt fehlt bei mir an sich der Zwischenruf von Ihnen. Das stimmt nicht, aber da können Sie nicht Nein sagen. Kein Bundesland ist auch von den Vorgaben des Bundes abgewichen. Wenn ja, stellen Sie sich hierher und sagen, welches Bundesland es gewesen ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Verzicht auf eine Anhörung der RWE Power AG im Rahmen der Stilllegung unter Berücksichtigung der damaligen Situation zum einen vertretbar erschien und zum anderen auf Anraten der zuständigen Fachabteilung im Hessischen Umweltministerium und des hinzugezogenen externen Fachanwaltes erfolgte. Meine Damen und Herren, was soll man an sich mehr machen? Und schließlich hat der Ausschuss unter Bezugnahme auf das hier in Rede stehende Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs über die Stilllegungsverfügung vom 18. März 2011 festgestellt, dass diese aufgrund der vom Bund vorgenommenen materiellen Begründung rechtswidrig waren. Dieser Fehler, ich muss Sie an die Redezeit erinnern, Herr Minister. Danke sehr. Dieser Fehler ist jedoch weder auf die Landesregierung noch auf Kollegin Puttrich persönlich zurückzuführen, sondern auf den Bund, der im Rahmen seiner Sachkompetenz und Fachkompetenz die Rechtsgrundlage und die Begründung für alle Bundesländer vorgegeben hatte. Entsprechend fiel auch die Bewertung des Untersuchungsausschusses aus. Sinngemäß kam er nämlich zu dem Schluss, auch wenn eine Anhörung durchgeführt oder nachgeholt worden wäre, wären die von der RWE Power AG angefochtenen und vom Bund zu verantwortenden Stilllegungsverfügungen aufgehoben worden. Dies folgt zwingend aus der vom Bund zu verantworteten materiellen Rechtswidrigkeit. Da das Gericht wegen dieser materiellen Rechtswidrigkeit die gleiche Entscheidung getroffen hätte, ist es für die hier diskutierte Kostenentscheidung letztlich, meine Damen und Herren, völlig unbeachtlich, ob eine Anhörung erfolgte oder nicht. Nachlesen können Sie das, meine Damen und Herren, auf Seite 280 fortfolgende des Abschlussberichts des UNA 19.1 sowie auf Seite 329. Dem hat die Landesregierung nichts weiteres hinzuzufügen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, angesichts dieser Fakten bleibt seriös juristisch festzuhalten, ein Schadenersatzanspruch gegen Frau Kollegin Staatsministerin Puttrich ist und bleibt nicht im Ansatz erkennbar. Und dies zeigt, dass ihr Verhalten rein politisch motiviert ist. Motto: Es wird schon irgendetwas hängen bleiben. Meine Damen und Herren, das ist, wie ich meine, politisch unanständig. Und erlauben Sie mir das auch zu sagen, ich finde es menschlich rücksichtslos. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich lasse über die Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Drucksache 19/4348 zu 19/4335, abstimmen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE und Abgeordnete Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Wir haben auf Wunsch der Fraktion Die Linken uns einen Protokollauszug kommen lassen. Und aus diesem Protokollauszug, ich lese ihn auch noch einmal vor für alle, die keine Kopie haben, steht: Wer sich hier hinstellt und in einer Diskussion den Eindruck erweckt, dass der Aufenthalt in einem Krankenhaus in Deutschland mehr oder minder mit einem Todesurteil gleichzusetzen ist, weil solche Bedingungen nicht da sind, der hat in diesem Haus nichts verloren, weil er unverantwortlich handelt. Das ist die Aussage von Herrn Staatsminister Grüttner.
Es war eine sehr emotionale Debatte. Ich frage Herrn Staatsminister Grüttner, ob er den Punkt, der hat in diesem Haus nichts verloren, aufrechterhält. Denn ich denke, von Seiten der Landesregierung sollte man nicht einer Abgeordneten dies so sagen. Sie haben mich gewählt, dass ich unabhängig und unparteiisch hier agiere. Und das fällt, glaube ich, in dem Bereich, wo man sagen muss, das ist nicht in Ordnung. Unter Abgeordneten können wir uns beschimpfen, können wir fordern, wie wir wollen. Aber von Seiten der Landesregierung gegenüber einer Abgeordneten sollte man das nicht tun. Nehmen Sie das so zurück? Nicht? Okay. Dann nein, ist auch nicht von meiner Seite. Hätte ich auch nicht so stehen lassen. So. Aber um das geht es jetzt nicht. Ich habe eine Entscheidung zu treffen, über was jetzt hier vorliegt. Es tut mir sehr leid, aber da muss ich an dieser Stelle eine Rüge erteilen. So.